funktioniert nicht mehr. Jetzt hat es ausgedehnt. Ups, daneben, da wollte ich nicht hin. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Warum eigentlich Lukas? Warum nicht? Das Teil müsste mal geschmiert werden. Verflucht, das Ding klemmt. Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Wie machen wir das jetzt? Das ist keine gute Idee. Das ist gut so, wie es ist. Wo kriege ich jetzt $1000 her? Gute Arbeit, kleiner Freund. Was machst du? Lass mich raten. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich. Es ist ab. Na, der hat also auch nichts Neues. Bis später. Jetzt, wo das Ding kaputt ist. Besser nicht. Wo zum Geier kriege ich jetzt $1000 her? Ach ja, wie sieht mein Foto jetzt aus auf Timber? Oh. Ach ja, er hat es mir noch nicht geschickt. Ich erinnere mich. Dick hatte schon recht. Das ist eine goldene Stunde auf dem. Das hat seinen Zweck erfüllt. Wo kriege ich jetzt $1000 her? Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Ich habe hier wieder ein paar Punkte mehr. Kriege ich jetzt hier irgendwas? Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Porn zu meiner Show. Eher nicht. Die hebt er also noch auf für irgendwie anderes. Ich meine, die einzigen, die $1000 zur Verfügung haben, so sind wahrscheinlich. Kann ich dir helfen, Larry? Also. Oder verleihst du was? Bis später, Lefty. Weil die einzigen, die $1000 einfach so zur Verfügung hatten, ist wahrscheinlich hier. Außer ich versuche jetzt irgendwie die Investitionssummen zurückzuholen. Wenn das geht. Was gibt's? Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Hast du letztens eine Gitarre verkauft? Was bin ich froh, die wieder losgeworden zu sein. Die Pfandleiherin hatte das dringende Bedürfnis, sich etwas delikate Wäsche zu kaufen. Unterwäsche? Wie konservativ. Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen. Und ich habe mich breitschlagen lassen.
Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Ja. Wie könnte ich hier zu Geld kommen? Ich habe halt echt gerade keine Ahnung, wie ich hier zu Geld kommen könnte. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Ja, aus dem Zelt als Stöpsel, das brauche ich bestimmt noch mal irgendwann. Die Dinger wurden ja nicht einmal gereinigt. Das macht sie ja so begehrt. Bei Mann. Ich habe den jetzt auch auf Timber gesehen. Mal gucken, ob ich da... Hey! Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Bleib... Immer! Tiefes Chip. Kann doch nicht wahr sein. Bevor er labert, schnell doppelklicken hier. Halt U wollte ich drücken. Der kann eigentlich... $1000 kommt unser Larry nur, wenn er unglaubliches Glück hat. Das Casino haben wir selber kaputt gemacht, ne? Habe ich denen schon gesagt, dass ich weiß, wo so eine Figur ist? Ich glaube zwar nicht, dass das hilft, aber... Was gibt's? Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Ich weiß, wo die ist. Irgendwas fehlt mir wieder. Die Frage ist halt, was? Was gibt's? Ich hab deine... Du hast sie? Nein, so ein... Was? Okay, ich überleg mir was. Bis nachher. Das ist echt tragisch. Ich weiß echt gerade wieder mal nicht, wie ich da am besten rankomme. Ist der Typ da stehen geblieben? Nee, der Typ ist weg. So richtig weg. Hier ist er auch nicht wieder aufgetaucht, oder? Wie soll ein Kerl wie Larry an $1000 kommen? Fest verschlossen. Durch das Bullauge kann ich in den Frachtraum des Schiffes schauen. Hoffentlich werde ich nie in so einem Raum eingesperrt. Uah. Eine Dublone sollte als Zahlungsmittel im 21. Jahrhundert ausreichen. Außerdem bin ich ja nicht gierig beim Geld. Hier steht, Pier 69 war früher eine Piratenhochburg. Die Piraten häuften etliche Mengen an Schätzen an, darunter auch Berge von antiken Golddublonen. Lassen Sie sich hier eine Replik einer solchen Dublone prägen. Werfen Sie einfach Ihr Altgold in den Automaten und drehen Sie die Kurbel. Sieht mir nach einer Touristenfalle aus, wie der Rest der Stadt. Ja, hat aber funktioniert, ne? Das hilft mir nicht. Das ist keine gute Idee. Ich bin so schon pleite genug. Ich weiß noch nicht, was der da sein soll. Das ist gut so, wie es ist. $1000 für eine Actionfigur?
Eine kleine Prinzessin und eine dicke Nacktschnecke? Warum soll sowas $1000 kosten? Ja. Original verpackt. Mit Original Luft. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwie einen neuen Ort freischalten. Entschuldigung. Und bin gerade zu blöd, auf die Idee zu kommen, wie das geht. Wird jetzt wohl wieder eine Probierorgie werden. Die Welttournee von Cocktopussy beginnt in New Lost Way. Da darf ich halt noch nicht rein, weil ich erst bei 19 bin. Du kommst hier erst rein, wenn deine Timber-Punktzahl über 25 liegt. Zisch ab! Früher war die Polizei aber freundlicher. Hinter den Gittern ist eine Gefängniszelle. Da sitzen bestimmt... Das ist keine gute Idee. Okay, was will ich denn? Der ist hängen geblieben. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Mir ist nicht nach Schach. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das würde es nicht zu einem würdigen Angelersatz machen. Die riechen so schon genug nach Gummi. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schauen, was diese Soße zapfen auf Teufel komm raus. Die sollten wir fast mal... Ich sollte die verkaufen. Damit könnte ich reich werden. Darf ich nur nicht. Du solltest die Corn Dogs verkaufen. Oder ich. Eher nicht. Besser nicht. Naja, ich denke jetzt tut mir auch langsam mal wieder eine Pause ganz gut. Ich überlege erstmal oder probiere ein bisschen rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Larry. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert im Off und dann den letzten Spielschirm wieder geladen. Und habe eine Lösung für unser aktuelles Problem gefunden.
Dazu gehen wir zurück zu Pier 69 und dem Vergnügungspark und dieser netten Dame hier und wollen diese 1000 Dollar Poppe kaufen. Ah, ich habe eine Idee. Dafür gehe ich besser ein Stück zur Seite. Huch, was war das? Oh nein, die Sleaze Wars Figur. Nicht mehr versiegelt. Die authentische Luft aus den 70ern ist weg. Tragisch. Das war's mit der Mint Condition. Tragisch. Bam. Und da ist sie mal eben 999 Dollar billiger geworden. Hallo. Was gibt's? Ich würde die Figuren gern kaufen. Die Figur würde ich gern kaufen. Macht einen Dollar. Die Arme. Sieht ein bisschen traurig aus jetzt, ne? Aber hey! Wie soll ein Mann wie Larry zu 1000 Dollar kommen? Sind wir mal ehrlich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich habe da jedenfalls wieder ein bisschen rumprobiert, ne? Und dann eben diese Lösung gefunden. Aber ja. So, wo habe ich sie denn, die Hübsche? Der Bikini ist ein hübsches, aber unnötiges Detail. Ja, bitteschön. Die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Oh mein Gott. Sie ist es wirklich? Original verpackt. Im abnehmbaren Goldbikini. Ihr wolltet mir... Ja, ja. Nimm dir einfach eine und wir schauen dann kurz weg. Und wir schauen dann kurz weg. Ja, schaut mal kurz weg. Ich weiß zwar nicht, was die Kamera da oben dazu sagt, aber okay. Absolutes Hightech. Aber sowas von. So. Wir können uns jetzt hier wieder ein bisschen durchhangeln, ne? Ja, vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Oder besser gesagt, vom Tausendste ins, wie heißt das so schön? Einte. Von 1000 Dollar auf 1 Würdet Dollar. Ihr das Grabtuch Klingt gegen etwas gut. eintauschen? Ich auch. Was ist die druckt direkt. DJ. Sicher. Okay, ich dachte, die... Okay, bitteschön. Wow, eine Prune Polaroid. Die ist einfach nur mega. Würdest du sie tauschen? Such dir irgendwas im Laden aus. Gib mir deinen kleinen Hut. Ein Bier, bitte. Entschuldigung. Nein. Ein Bier, bitte. Nein. Nö, dann nehme ich den komischen Lappen da hinten. Ich tausche gegen diesen komischen Lappen da hinten. In letzter Zeit sind die ganz schön Mainstream geworden. Yo, das Ding kann weg. Okay, wir tauschen. Du weißt, dass es für einen Twee-Fan unbezahlbar ist. Nimm es dir dann einfach. Bitteschön. Grapsch. So, dann wollen wir das Ding mal abgeben gehen. Aber nochmal hier angucken. Ist wohl ein seltener Lappen. Hat was mit dieser Band Queef zu tun. Okay. Da muss ich hin. Servus. Hab da was für dich. Das ist das Grabtuch von Urin. Unglaublich. So schaut's aus. Wie bist du da rangekommen? Ich habe eben meine Quellen. So sieht es aus. Danke. Nimm die Gitarre. Und wenn ich noch irgendetwas für dich tun kann, sag einfach Bescheid. Lässt du mich in den Club? Lass mich kurz überlegen. Nein, das nicht. Berufsethos. Aber alles andere, oder wie? Naja. Dann würde ich sagen, auch die Gitarre schauen wir uns nochmal an, bevor wir sie abgeben. Die war schwer aufzutreiben. Mhm. Ich sollte sie Lemma zurückbringen. Machen wir auch. Wir brauchen ja schließlich noch 6 Punkte oder so ähnlich, ne? Wir brauchen noch ein paar Punkte. Bitteschön! Du hast sie wiedergefunden. Ohne sie hätte der Gig nie stattfinden können. Danke, Larry. Ich glaube, für das Konzert ist jetzt alles bereit. Dann mach dich mal auf was gefasst, Larry. Ich mach mich gefasst. Das ist sogar entsprechend
entsprechend vertont, wie geil. Lemma, das war ein Hammer. Ich habe schon über viele Leute gesagt, dass sie rocken, aber bei dir stimmt es wirklich. Danke. Aber ehrlich gesagt liegt es nicht nur an mir. Ich habe noch ein paar animierende Substanzen in die Nebelmaschine gemischt. Scheint funktioniert zu haben. Das kann man so sagen. Kommen wir jetzt zum Sex? Hm? Ich habe dir schon mal die Höchstpunktzahl bei Timber gegeben. Danke. Aber unser Date ist noch nicht vorbei. Die Aftershow-Party findet nachher im Hell's Porn statt. Wenn du dich immer noch mit mir vergnügen möchtest, sehen wir uns dort. Sei da. Oder ich schnappe mir irgendeinen anderen Typen. Ich werde da heißt sein. Das jetzt, dass ich... Errungenschaft freigeschaltet, Lämmer. Also ich treffe mich jetzt inzwischen mit drei Leuten. Ich erkenne an deinem erwartungsvollen Tonfall, dass du wieder wissen willst, wie viele Timberpunkte du hast. Wir sind so ein eingespieltes Team. Darauf bin ich programmiert. Warum können nicht alle Frauen so kooperativ sein wie du? Bevor du noch mehr Sprüche bringst, die meine Schaltkreise zum Kotzen bringen. Es sind 26 Punkte. Oh. Naja, ich mag Herausforderungen. Und es sind mehr als 25. Was ist das? Wieder eine Zwischensequenz aus dem Penis Tower. Was zum... Warum bekomme ich eine Timber-Benachrichtigung? Hot and trendy? Larry Laffer? Ich fasse es nicht. Was ist los? Es ist dieser Larry. Hätte ich ihn doch nicht ermutigt. Wer? Dieser jämmerliche Typ im weißen Anzug. Er glaubt wirklich, ich würde mit ihm auf ein Date gehen wollen, wenn er genug Timberpunkte hat. Dann löschen wir sein Konto. Nein, das würde auffallen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass er nicht wieder in die Nähe des neuen P-Phones kommt. Er hat die neue KI ziemlich verwirrt. Ja, dann sorge dafür. Natürlich. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Juhu. Da gucken wir doch direkt mal rein. Ich bin Summ anbeißen sexy. Aha, mhm. Nein. Kennen wir schon? William Jobs. BG. Deine Zeit ist begrenzt, verschwende sie nicht, um das Leben von jemand anderem zu führen. Ja, nee, besser nicht, ne? Komm, spaßeshalber. Kennen wir schon? Da wollte ich klicken. Kennen wir schon? Waltraud Wanderlust. Aha. Ich verticke nur gebrauchte Ware. Ich bin aber selber noch im Mint Condition. Mhm. Wer ist das denn? Wenn du mir ein Dickpick schickst, schicke ich dir eins zurück. Echt jetzt? Nein. Graham Cracker, Königin. I love LARP. Na komm, King's Quester gehört einfach so dann. Kennen wir schon. Oh, wer ist das? Sarah Soft, wie geil. In mein Grab darfst du gerne eindringen. Oh nee. Nein. Drufus aus Prinzip, wer ist das? Sally Slippery hatten wir schon. Ich glaube, wir haben jetzt alle, ne? Ja, ich glaube, wir haben wieder alle neun, ja. Aber immer noch keine neuen dort, also ups, gehen wir wieder raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und machen wir uns jetzt mal tatsächlich hierher auf den Weg. Jetzt darf ich aber. Hey CB, kann ich jetzt vielleicht rein? Mal sehen. Ja, deine Timber-Punktzahl ist okay. Willkommen im Kreis der sexy Leute. Und nochmal danke, dass du uns Aaron vermittelt hast. Sie rockt den VIP-Bereich. DJ Lüft. Larry, da bist du ja. Hey, Dick. Bist du bereit für unser kleines Date im Darkroom? Ja, komm. Date? Du wolltest mich doch tanzen sehen. Ich will sehen, wie du deinen Körper bewegst. Wart mal ab, wie ich die Keulen schwingen kann. Ich bin gespannt. Also auf geht's. Bekomme ich jetzt das Bild? Nicht so ungeduldig, Süßer. Ja, komm dann. Ich bin zu allem bereit. Ich will das blöde Bild endlich haben. Wir sehen uns später im Darkroom, Larry. Warte dort auf mich. Ah, okay. Dämonischer Barkeeper. Bring mir einen Drink. Zerrüttet, nicht verschnürt. Guck mal. Es passiert nichts.